Geschätzte Freunde des House of One, die Worte des Propheten Joel 3,1 begleiten uns an diesem Festtag und danach werde ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Alten werden Träume träumen und eure jungen Männer werden Schauungen haben. Vor vielen Jahren, in denen die Gedanken des House of One ausgesprochen wurden, gab es ältere Leute, die das Zentrum der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam betonen wollten. Ich gehörte einer kleineren Gruppe an, die das One, das eine, betonen wollte. Da kam natürlich die Frage auf, wer oder was ist diese One? Die Antwort war ein interreligiöser Dialog, ein interkultureller Dialog, gerade dies in der Stadt Berlin, der Stadt, die einerseits sehr säkular ist und andererseits und gleichzeitig mehrere ethnische und religiöse Gruppen auf einem Territorium nicht ganz harmonisch miteinander leben. Zugleich gibt es noch die Atheisten und andere Religionen. Alle suchen die Quelle des Seins, to be. Diese Quelle kann von mehreren Komponenten eins sein oder es ist nur ein Eins. Schließlich und endlich geht es um uns Menschen. Und so wurde das House of One in Berlin gegründet und jetzt von der jüngeren Generation aufgebaut und realisiert. Unser House of One führt schon Dialog mit ähnlichen Zentren in der ganzen Welt. Das ist ein neues Element, das dazukommt. Möge das Leben des Eins, One, auf die Erbauer des physischen Gebäudes und die geistigen Programme sich ergießen und fruchtbar sein.